Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Custom Multiplayer Lobby erstellen könnt. Und zwar könnt ihr in dieser Lobby eure Waffen leveln, euer Konto leveln, alle Tarnungen freischalten, Leute, und es bleibt auch alles bestehen. Also nach der Runde speichert sich auch alles. So, wie das Ganze geht, ist sehr einfach. Ihr braucht allerdings einen Freund, der euch dabei hilft, und eine Maus und einen Controller. So, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Beide Spieler müssen in eine eigene Spielelobby gehen. Wenn ihr dann bei eigenen Spieler seid, geht Spieler 1 auf bei eigenen Spieler auf Spielmodus ändern, hier auf das dritte Modus ändern, klickt auf frei für alle und bleibt hier drüber stehen. So, Spieler 2 lädt euch jetzt von eigenen Spieler aus ein. Ihr geht einmal auf die Einladung, nimmt an. Und wenn ihr drinnen seid, müsst ihr jetzt mit eurer Maus oben auf Sozial klicken. So, wenn ihr das gemacht habt, dann verlässt Spieler 2 die Party mit der Lobby, also ins Mehrspielermenü. Und wenn er das gemacht hat, dann verschwindet auch dieses Sozialscreen. So, geht wieder mit der Maus auf Sozial drauf. Und nachdem ihr das gemacht habt, geht der Spieler 2 mit euch nun zu Zombies rüber. Ihr wartet so lange hier in diesem Screen. Und wenn ihr seht, dass der Hintergrund sich rot gefärbt hat, dann ist Spieler 2 in Zombies. Jetzt könnt ihr auch von Sozial weggehen. Spieler 2 geht nun auf Privat, Ausbruch, startet das Game und verlässt direkt. So, und wenn Spieler 2 verlassen hat, muss er direkt wieder ins Spiel nachjoinen, beziehungsweise können dann alle ins Spiel nachjoinen, die mit in die Lobby wollen. So, dann warten wir mal, bis er verlassen hat und wieder in die Lobby kommt. Wie ihr seht, hat er jetzt erstmal verlassen. Ich warte jetzt, bis er wieder nachjoint. Und wenn er dann nachgejoint ist, klickt ihr auf frei für alle, beziehungsweise startet das Game. So, auf bestätigen und ihr werdet dann in die frei für alle Moskau Map reingehen. Es kann auch sein, dass es verbuggt ist und ihr mit dem Controller nicht auf bestätigen drauf drücken könnt. Dann müsst ihr einfach mit der Maus auf frei für alle klicken und dann auf bestätigen. So, ich zeige euch das jetzt mal, wie das Ganze in-game aussieht. Da ich DM Ultraschrumpf freigeschaltet habe, werde ich jetzt eine Klasse bearbeiten mit einer Waffe Level 1. Und zwar habe ich den Bogen noch nicht gelevelt, damit ich euch auch zeigen kann, dass das Ganze funktioniert. Rüste ich jetzt den Bogen aus und wähle ihn aus. So Leute, das ist eine ganz normale frei für alle Lobby. Ihr müsst euch am besten mit eurem Mate absprechen und an einer bestimmten Stelle treffen. Bei mir ist es jetzt immer die Mitte. Ich werde jetzt ein paar Ausschnitte rausschneiden, um zu zeigen, wie oft ich die Waffe hier gelevelt habe. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier eine Tarnung freigeschaltet, Leute. Und ich zeige euch jetzt nochmal, wie ich das hier gelevelt habe. Und zwar seht ihr nach dem Kill, meine Waffe ist auf Level 6. Und jetzt, wenn ihr das Spiel beendet habt, wird dort diese Fehlermeldung erscheinen. Die könnt ihr einfach ignorieren und schließen. Und wie ihr seht, habe ich hier alles freigeschaltet. Die Tarnungen und die Level. Ich zeige euch das nochmal bei der Klasse, und zwar Waffenklasseneditor. Hier, wie ihr seht, ist die Waffe auf 6. Und ich habe auch die Tarnungen freigeschaltet. Die Visiere sind noch nicht freigeschaltet, weil die erst ab Level 8 freigeschaltet werden. Aber die Tarnungen haben sich gespeichert. So, das war's dann mit dem Glitch, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.